Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gebe es gerne zu, wir hatten diesen Antrag für heute aufgesetzt, weil wir davon ausgegangen sind, dass es heute sehr heiß sein könnte. Ist es jetzt nicht. Ändert aber gar nichts daran, dass wir trotzdem ein Problem haben. Wir reden viel über den Schutz unseres Klimas und die Reduzierung von Treibhausgasen, und zwar zu Recht, denn unsere Erde erwärmt sich immer weiter. Die deutsche Mitteltemperatur im Jahr 2023 lag 2,4% über dem Mittelwert der davorliegenden Periode, 40 Jahre. Und damit war auch 2023 in Berlin das wärmste Jahr seit 1881 und das 13. Jahr in Folge, das wärmer war als der vierjährige Mittelwert seit 1961. Wir sind nicht die letzte Generation vor den Kipppunkten, sondern wir sind die Generation in den Kipppunkten. Und deswegen müssen wir den Klimawandel nicht nur bremsen, sondern wir müssen auch unsere Stadt an das veränderte Klima anpassen. Der Klimawandel wirkt sich aus, zum einen auf der Seite mit zunehmenden Starkregenereignissen, die wir hier schon öfter erlebt haben, auch in anderen Landesteilen, und zum anderen mit Hitzeperioden. Und die Zahl der Tage mit Spitzentemperaturen über 30 Grad steigt seit 50 Jahren an. Mittlerweile sind es 21 Hitzetage über 30 Grad in Berlin im Durchschnitt. Und knapp 39 Grad beträgt der Berliner Hitzerekord aus dem Jahr 2019. Und Hitze ist nicht einfach nur Wetter. Hitze kann Menschen krank machen, kann Depressionen hervorrufen oder verstärken, kann Thrombosen auslösen oder Herzinfarkte und kann Nierenerkrankungen hervorrufen. Und Hitze kann auch Menschen töten. 416 Hitzetote gab es im Jahr 2022 in Berlin. Mehr als 100 waren es im vergangenen Jahr. Insgesamt sind seit 2018 1.382 Menschen an Hitze gestorben in unserer Stadt. Und deswegen lassen Sie mich das klar sagen, diese Stadt muss ihre Menschen vor Hitze schützen. Seit 2022 hat sich ein Aktionsbündnis Hitzeschutz gebildet. Auch die Bezirke waren durchaus schnell und probieren bereits Maßnahmen aus gegen Hitze. Aber es ist durchaus ein Armutszeugnis, dass der Senat nun kurz nach dem Einbringen unseres Antrags erstmal den Prozess beschrieben hat, wie er überhaupt zu einem Hitzeschutzplan kommen will. Und Armut ist hier auch das Stichwort. Nicht alle Berlinerinnen und Berliner sind gleich von Hitze betroffen. Eine Studie der TU Berlin hat kürzlich belegt, was wir uns auch mit dem gesunden Menschenverstand schon denken konnten. Unter Hitze leiden besonders die Menschen mit wenig Geld. Es sind Obdachlose, die leiden. Es sind Menschen, die draußen arbeiten müssen, etwa bei der BSR oder auf unseren Baustellen. Es sind Menschen, die gepflegt werden oder die pflegen. Und es sind immobile Menschen, die ihre Wohnung nicht verlassen können. Unter Hitze leiden auch besonders Mieterinnen und Mieter in verdichteten Großwohnsiedlungen mit kleinen, schlecht gedämmten Wohnungen und mit wenig Grünflächen im Umfeld. Und Professor Birgit Kleinschmidt von der TU stellte denn auch fest im Anschluss an diese Studie, dass es auch in unserer Stadt in Berlin einen klaren Zusammenhang zwischen sozioökonomischen Faktoren auf der einen und der Betroffenheit von starker Hitze auf der anderen Seite gibt. Es ist eben ein Unterschied, ob man bei knapp 40 Grad gesund im klimatisierten Büro oder im heimischen Garten sitzt oder ob man bei 40 Grad eine Straße fegen muss oder sich gar auf zu betonierten Plätzen aufhalten muss, weil man weder Geld noch eine Wohnung hat. Das ist ein klarer Unterschied. Daher haben wir nun in unserem Antrag den Senat aufgefordert, diesen benachteiligten Gruppen besondere Aufmerksamkeit für einen Hitzeschutzplan zu schenken. So schlagen wir etwa vor: Verstetigen Sie die Projekte für die Hitzehilfe für obdachlose Menschen, die bis jetzt nur den befristeten Projektstatus haben. Richten Sie Angebote der aufsuchenden Hilfe ein, die Obdachlose vor Ort erreichen. Gehen Sie mit Getränken hin, mit Sonnencreme, mit Kopfbedeckung, um diese Menschen vor dem Hitzetod zu schützen. Einige Bezirke führen auch bereits Gespräche mit Kirchen oder der BVG und der S-Bahn oder auch mit Ämtern, um Kirchengebäude oder Bibliotheken oder Shoppingcenter als kühle Orte zu öffnen, wo sich Menschen, die vielleicht keine Wohnung haben, aufhalten können, wo sie sich abkühlen können. Lieber Senat, ich kann Sie nur auffordern, holen Sie alle an einen Tisch und beraten Sie, was in unserer Stadt möglich ist, um kühle Orte, um kühlende und kalte Orte zu schaffen. Sprechen Sie auch mit den Krankenhausträgern, den Trägern der Altenpflege, mit der Kassenärztlichen Vereinigung und Sozialträgern, um individuelle Hitzepläne für den Gesundheits- und Pflegebereich zu vereinbaren.
Stellen Sie Wasserspender und Trinkbrunnen auf. Die Trinkbrunnenaufstellung ist gerade gestoppt worden, was wir klar kritisieren in dieser Hitzephase. Wir sollten über sowas wie Nebelduschen nachdenken. Die kennen vielleicht die eine oder andere von Ihnen aus anderen Städten. Wir brauchen dringend einen Sanierungs- und Neubaufahrplan für die Freibäder. Auch Marzahn-Hellersdorf braucht endlich ein Freibad. Und mittelfristig und nicht zuletzt, wir müssen unsere Grünflächen schützen, weil sie sind die Oasen, wo sich Menschen bei hohen Temperaturen überhaupt aufhalten können, insbesondere in belasteten Gebieten. Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen, bitte. Ich komme zum Schluss. Im Frühjahr 2025, wenn wir schon für dieses Jahr nicht hingekriegt haben, brauchen wir einen Hitzeplan, der im Sommer 2025, wenn es hier wieder heiß wird, wirkt. Die Menschen haben es verdient. Ich danke Ihnen.